Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Yay! Spooky, scary skeletons. Den Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist etwas kürzer als sonst. Liegt daran, dass es wirklich nicht viel darüber gibt. Es gibt wenig Quellen, man muss viel suchen. Ich musste mir einiges auch selber zusammenpuzzeln. Aber ich sag euch Leute, dieser Fall ist wirklich sehr, sehr spannend. Heute möchte ich mit euch über eine Tat sprechen, die einfach live auf Facebook ausgestrahlt wurde. Über die Person, über die ich euch nachfolgend erzählen werde, gibt es genauso wenig wie über den Fall. Also das meiste musste ich mir irgendwie selbst zusammenpuzzeln. Aber starten wir mal bei Person Nummer 1. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wie immer sind in diesem Fall furchtbar komplizierte Namen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es so richtig ausspreche, aber ich werde jetzt einfach mal drauf lossabbeln. Lazarek ist 26 Jahre alt und laut seines Facebooks hat er 2 Söhne. Es gibt aber einige Fotos, auf denen auch noch jüngere Kinder zu sehen sind, die eventuell auch seine Kinder sein könnten. Es kann aber auch sein, dass er mit diesen einfach nur verwandt ist oder ja, vielleicht von Freunden oder so. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles seine Kinder sind oder ob er nur diese 2 Söhne hat. Seine Freundin ist schwanger und befindet sich im 4. Monat. Ihr Name ist Devonte. Also hier einmal zu meinem Selbstschutz. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man diese Namen ausspricht. Bitte zerreißt mich nicht in den Kommentaren. Ich weiß, ihr nehmt das immer sehr genau. Ob seine Freundin auch die Mutter seiner bisherigen Kinder ist, weiß ich nicht. Das stand auch nirgendwo in den Quellen und auch nicht auf seinem Facebook, war das jetzt irgendwie herauszufinden. Am Valentinstag im Jahr 2017 ist das Paar zusammen mit ihrem Neffen unterwegs und sie fahren mit dem Auto durch Illinois in Chicago. Der kleine Neffe war 2 Jahre alt und saß hinten auf der Rückbank. Sein Name war Lavante White Jr. Die drei hatten wirklich gute Laune und sie fuhren mit dem Auto durch die Gegend. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie von einem Ausflug gekommen sind oder ob sie zu einem Ausflug wollten. Und in dieser guten Laune ging die schwangere Tante des Jungen auf Facebook live. Die drei hatten total gute Laune, sie haben zusammen gesungen und es ging noch eine ganze Weile so. Und ganz plötzlich ertönen laute Schüsse. Devonte rennt aus dem Auto, sie hat noch ihr Handy in der Hand und sie rennt einfach nur um ihr Leben. Währenddessen hat sie einfach vergessen, den Livestream auszumachen und das Ganze wird auf Facebook live übertragen. Dadurch, dass sie das Handy in der Hand hat, wird der Bildschirm dunkel und man kann nicht wirklich was erkennen. Man kann nur hören, was sie sagt und dass sie schreit und ängstlich ist. Sie läuft zu dem nächsten Wohnhaus und geht dort ins Treppenhaus. Sie klopft und klingelt an den Haustüren und sie wird von einer Familie hineingelassen. Rika, they found it there! Hey, oh, find me a more hug! Panisch macht die Schwangere die Anwohner darauf aufmerksam, dass ihr einfach eine Kugel in den Bauch steckt. Es wird sofort der Notruf gewählt und die Beamten machen sich sofort auf den Weg. Vor Ort wird sie natürlich ärztlich versorgt und die Beamten stellen das Auto sicher, in dem ihr Freund und ihr Neffe sitzen. Lazarek wurde 5-mal getroffen in Arme, Beine, Brust und Kopf. Die Beamten können nichts mehr für ihn tun, er ist leblos. Der kleine 2-jährige Lavante wurde in den Kopf getroffen. Er lebt noch, aber er ist an einem ganz, ganz schlimmen Zustand. Er wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Obwohl man ihn reanimieren konnte, hat er es nicht überlebt. Er ist im Krankenhaus dann verstorben. Die Ermittler wissen, dass Lazarek ein Mitglied einer Bande war
und daher glauben sie, dass die Tat auf ihn geplant war. Sie sind sich sicher, er war das Ziel dieser Tat. Ein Polizist hat in einem Interview gesagt, dass sie sich ganz, ganz sicher sind, dass sie die Täter schnappen werden, denn sie haben das Ganze einfach auf Video durch diesen Livestream und sie werden alles daran setzen, die Täter zu schnappen. Der Bürgermeister äußerte sich in einer Erklärung. Ein Opfer in einer Schießerei ist eines zu viel. Aber wenn unschuldige Kinder im Kreuzfeuer der Waffengewalt gefangen sind und jungen Menschen ihre Kindheit durch streunende Kugeln gestohlen wird, wird unser Gewissen erschüttert und unser Herz gebrochen. Jeder Elternteil, unabhängig davon, wo er lebt, sollte in der Lage sein, mit seinem Kind spazieren, in den Park zu gehen oder mit dem Auto fahren zu können, ohne Angst haben zu müssen. Die Schießereien müssen ein Wendepunkt für unsere Stadt sein. Jeder, der Informationen über dieses Verbrechen hat, schuldet es den Familien dieser Kinder, sich zu melden. Und auch die Beamten fordern von der Gemeinde, dass sie Tipps abgeben, um diese Tat aufzuklären. Durch die Tipps, die die Beamten erhalten haben, können sie sogar eine Person festnehmen, und zwar Devin Swan. Einer der Ermittler sagte, dass Devin belastende Aussagen getroffen hat gegenüber Personen, die ihn dann bei der Polizei verraten haben. Diese belastenden Aussagen hat er dann später auch noch in den Befragungen abgegeben. Devin hat eine ziemlich lange Vorstrafengeschichte, denn er wurde schon 9-mal festgenommen. Unter anderem wegen illegalen Waffenvorwürfen, bewaffneten Raubüberfällen und dem Besitz von Suchtmitteln. Vor ungefähr einem Jahr ist er aus der Haft entlassen worden. Es wurde sogar eine Belohnung ausgeschrieben in Höhe von $10.500 für Informationen, die zu weiteren Tätern führt. Doch Devin scheint nicht der einzige Täter zu sein. Die Beamten sind auf der Suche nach noch weiteren Tätern. Später werden dann tatsächlich 2 weitere Personen festgenommen, und zwar Jeremy Ellis und Danielle Harris. Die 3 wurden angeklagt, aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe im Internet kein Artikel, kein Video, überhaupt gar keine Quelle gefunden, wo es darum ging, was jetzt das Urteil war oder ob der Prozess noch läuft und sich vielleicht einfach total lang zieht. Also ich habe absolut keine Ahnung, was da jetzt weiter gelaufen ist, aber es scheint so, als wären die 3 weiterhin in Haft. Die beiden Söhne von Lazarek haben laut ihres Facebooks mittlerweile selber Familie und sie posten immer wieder im Gedenken an ihren Vater. Die schwangere Freundin Devante hat überlebt. Ich habe versucht herauszufinden, wie es ihr nach der Tat ging und jetzt auch in den Jahren danach. Es gibt aber wirklich gar nichts über sie. Also ich habe sie überhaupt nicht im Internet gefunden, auf Facebook nicht oder irgendwelche Artikel, die spezifisch über sie in der Zeit danach gehen. Man hört es ja öfter, solche Vorfälle sind in Amerika nicht selten, vor allem nicht in Chicago. Die Kriminalitätsrate steigt stetig und an dem Wochenende, wo das passiert ist, sind 2 weitere Kinder in einer ähnlichen Situation ums Leben gekommen. So, meine Lieben, das war der heutige Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es kürzer war als sonst, auch wenn es nicht so ausführlich war wie sonst. Aber ich fand den Fall trotzdem sehr, sehr spannend. Ich fand es wichtig, über ihn zu sprechen. Deswegen habe ich ihn auch gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ich bin wie immer sehr gespannt. Und falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht getan hat, sollte unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Das wäre mega korrekt. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao.